Was ist das hier? Assign a training order. Ach so. Train mindestens 3. Musstet ihr jetzt alle einzeln auswählen? Das Skill Kontor. Ah. Editing Routine Constant Training in Granit. Mindestens 3. Und dann bin ich damit fertig. Dann kann ich das kopieren. Und dann wird das hier eingefügt. Für alle Monate. So, das heißt, die haben jetzt sozusagen ihren Dreier-Trainingsrhythmus, damit zwei immer Pause haben. Moin, Shin! Die negativen Kritiken. Ich habe ja nur Kritiken gelesen. Es gibt negative Kritiken zu Dwarf Fortress, kann ich mir nicht vorstellen. So, das ist jetzt das konstante Training. Guck mal, hier sind... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Hier heißt es, sie sind komplett außer Dienst. Hier heißt es, sie trainieren, aber nicht immer. Ne? Immer so 2-3 Monate Pause. Also 3 Monate Training, 3 Monate Pause und fertig. Hier ist jetzt komplettes Training. Und hier ist sozusagen, wenn sie ready sind, alle. Training, Bobo Defense, Patrol Order, Station Order. Kann ich den jetzt geben? Ja. Wieso sind denn die Alarme nachher? Komme ich da raus? So. Wie kann ich euch jetzt sagen, dass ihr jetzt im Training seid? Assign a training order. The squad must be assigned to a barrack zone. Okay, wir haben auch noch keine Baracke. Ist natürlich dann schwerer. Ich lasse das erstmal. Also, wir haben einen Squad. Extra auf die Steam-Version. Ja, ich habe da auch schon von mehreren gelesen, dass sie extra auf die Steam-Version warten. Und das ist auch richtig so. Aber kann ich das jetzt hiermit entfernen? Nein. Ich muss da drauf gehen und das entfernen. So. Jetzt wird das weggeräumt, wahrscheinlich hier in diesem Stockpile. Aber das hier soll unsere Kaserne sein. Der Hebel war dafür. Kann der Hebel umbenannt werden? Erstmal kann ich den nicht mal auswählen. Doch. Da. Das ist Bloodgate Outside. Damit ich weiß, wofür das ist. Und das sind die Floodgates Outside. Das brauche ich nicht benennen. Hatte ich euch überhaupt verkabelt? Doch, deswegen sind sie auf. Ich habe sie ja verkabelt. Das heißt, als nächstes müsste ich bauen Furniture, Weapon Rack. Military vielleicht eher. Und dann bauen wir ein Weapon Rack. Davon haben wir ja theoretisch welche. Packen wir erstmal die beiden hässlichen hier rein. So. Und dann bauen wir nochmal unter Military Y den Armor Stand. Den und den. Archery Targets brauchen wir erstmal nicht. Jetzt über Zone eine Baracke zugewiesen, akzeptieren und haben jetzt eine Baracke. In diese Baracke müssen theoretisch unter BFR, nein, das ist ein Stuhl, unter BFB Betten, dann können sie hier auch schlafen. So, packen wir, sind ja nur 5, packen wir auch 5 Betten rein. Und dann brauchen wir theoretisch auch die Chests, ne? BF Chest. Packen wir vor die Betten. Dann haben wir das. Und jetzt weisen wir diesen Squad. Muss ich das über die Zone machen? Ich habe eine Baracke. Squad zuweisen wirst du für alles. Brauche ich dann noch ein paar Kisten? Okay, wir haben jetzt unsere Baracke für unseren ersten Squad. Warhammer Total War, da bin ich leider doch schnell weg von wieder weggekommen. Weil Dwarf Fortress mich einfach viel mehr triggert. Auch schon die andere Version, deswegen habe ich ja auch...
Das nie gest also war fort war fortes Total War nie gestreamt, weil ich einfach irgendwie mehr der Freund von den Zwergen bin. Außerdem habe ich Warhammer so zum Spielen, da brauche ich das nicht digital. So, guck mal, der erste Soldat schläft hier auch schon. Ihr seid jetzt zugewiesen. No special orders. Routine ist ready. So, wenn ich jetzt noch mal auf dich gehe, dann, also den auswählen. Train. Das heißt, unser Militär steht jetzt auf Training. Das heißt, sie nehmen jetzt auch den Scheduler. Ah. Das sind so ready. Und jetzt kann ich den Scheduler hier auswählen. Die Routine ist jetzt das Training. Squad must be assigned to work with the training option set. Ja, das ist klar. Das heißt, unser Squad müsste jetzt im Training sein. Ja, fangen sie schon an. Haben ihre Äxte in der Hand. Wir haben noch gar nicht genug Waffen für 5 Leute. Wir müssen theoretisch das Equipment, können wir uns auch mal angucken. Ihr tragt noch nichts. So. Update Equipment. Assign Uniform. Die Metal Armor. Wie kann ich jetzt Rüstungen herstellen? Also zuweisen und bestimmen, was so eine Rüstung haben soll. Detail heißt, ja gut, was ihr jetzt tragt, ist klar. New Bodywear, Headwear, New Weapon. Ich kann also jetzt sagen, ihr tragt Äxte. Und dann kann ich das nämlich rausnehmen. Ihr sollt einfach alle Äxte tragen. Ah, ich muss doch gucken, ob das mit dem Laying genauso ist. Also ob wir wieder 3 Mail-Shirts auf einer Brustplatte und so weiter tragen können oder nicht. Wir haben hier nicht mal eine Brustplatte. Und dann machen wir New Bodywear ist eine Breastplate. Das heißt, das fällt erstmal wieder raus, weil noch mehr Bodywear ist nämlich dann das Mail-Shirt. Sollen beides tragen. Dann sollte noch einen Helm tragen. Was nicht funktioniert, wenn ich... Ah! Habe ich nicht gespeichert, ne? Nochmal. Waffe. Battle Axe. Also ist die Choice Melee raus. Bodywear. Breastplate. Also kann das Mail-Shirt raus. Bodywear. Mail-Shirt. Dann. Mist. Cloak. Wir machen den Umhang hinten, falls es findet. Oh, Autosave. Perfekt. Ja, ich hatte eine Runde mit Multiplayer angefangen bei Total War Warhammer 3 und irgendwie bin ich da nicht mehr weiter, habe ich nicht mehr weitergemacht. Der Kollege beschwert sich schon. So, normalen Helm. Das heißt, die andere Headwear kommt erstmal raus. Die ganzen Hoods und so weiter kommen irgendwann später. Wir haben das eh nicht alles. Was du an den Beinen anziehst, an den Händen und an den Füßen, ist mir erstmal egal. Hauptsache, du hast irgendwas an. Und jetzt confirm ich das. Und kann ich das jetzt sagen? Uniform Worn Over Clothing, Exact Match Only. Ich möchte das gerne für alle übernehmen. Das ist aber hier auch nicht. Nein. Ah, warte. Ich nenne die Uniform jetzt einfach mal Grundausrüstung. Das funktioniert nicht. Weil das ist unser Standard. So. Confirm and Save Uniform. Jetzt kann ich Assign Uniform für den Squad machen und das ist nämlich jetzt der Standard. Wenn ich jetzt auf Details gehe, ändert das nichts. Sein Uniform. Add. Da kann ich neue erstellen.
So, bei dir ist das jetzt richtig eingestellt. Bei dir ist es nicht richtig eingestellt. Assign Uniform. Muss ich das für jeden einzeln machen? Nein. Oder ich das mit dem X weggext. Nochmal. Habe ich auf das X gedrückt. Standard Conform ist Self Uniform. Assign Uniform. Standard. So. Jetzt haben wir es. Ich habe aufs X gedrückt, dann passiert auch nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die Frau dir das zum Nikolaus schenkt, dann musst du da auch ran, oder? So, wir müssen Iron Battle Axes herstellen. Iron Battle Axe. Nicht so viele. 5 reichen. Wir haben auch. Der Rest der Rüstung ist schon fertig. Ne? Wir hatten ja Brustplatten und Mailshirts, glaube ich, hergestellt. Das heißt, unser Militär ist relativ ausgestattet. Ja, dann kommt so, hatte ich mit einem SZ auch, dann kommt so ein komisches Sonderzeichen. Das hatte die andere DF-Version ja auch. Damit kommen die nicht so klar. Warum sind hier nur zwei? Ihr solltet zu dritt sein. Konstantes Training. So, ihr seid fertig. Das heißt, wir channeln uns jetzt komplett hier runter. Außer da, wo wir unsere Pfosten haben, weil die Pfosten bleiben stehen. Jetzt habe ich so lange beim Militär gebraucht, dass sie das gesamte Ding hier schon bearbeitet haben. Schade finde ich wieder, dass man die Mauer jetzt hier sieht. Das hat man sonst nicht so gesehen. Aber es gibt Schlimmeres. Außerdem kann so eine Festung ruhig mal ein bisschen rustikal aussehen. So, die Gänge channel ich auch einfach mit, einfach damit das passend aussieht. So. Und dann wird da unten auch gesmoothed und engraved. Und dann haben wir da unten unsere schöne große Halle, die dann halt auch wirklich eine große Halle ist. Kann sich dann keiner beschweren, dass unsere Zwerge im zu kleinen Rahmen wohnen würden. Andere Frage ist, was ist mit unserem Essen schon wieder los? Also, nicht U, sondern es war Bo. Labor Kitchen. Wir haben nichts, was gekocht werden kann, aber wir haben Plump Helmets. Das heißt, das, was bei Plan steht, die 55, die können sie halt essen, das ist gut. Nein, gibt es, soweit ich das gesehen habe, auch nicht. Du kannst ja halt nur auf der Suche sozusagen nach deinem Startpunkt sagen, dass du dir welche anzeigen möchtest ohne Equifier. Und ist halt auf manchen Welten schwer. Die Sachen aber einzeln auszustellen, war doch auch mehr so eine DF-Hack-Sache damals, ne? Damals, es war bis gestern Nachmittag. Ich werde jetzt immer, wenn ich über die alte Dwarf-Fortress-Version spreche, von damals reden, weil mit dem Steam-Release eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Muss ich eigentlich hier Dreierholz-Dinger rüberbauen? Ich habe ja Zweier gemacht, damit die hier lang können, wenn das auftaut. Weil sonst kommt die Karawane ja hier nirgendwo hin, ne? Ich glaube, ich mache das wirklich so. Construction, Floor. Ich mache hier jetzt einen Dreier rüber. Aus. Oh. Das Holz habe ich, glaube ich, genommen. Weil ich halt nicht weiß, wo sie herkommen. Haben wir da auch. Wo ist es? Soll das gleiche Holz sein? Und warten wir es noch hier. Nicht, dass sie irgendwann mal kommen sollten, wenn es aufgetaut ist. Und dann kommt da keiner mehr lang mit der Karawane. In den erweiterten Settings wahrscheinlich dann, ne? Wo man alles Mögliche auf dieser Welt einstellen kann. Das wäre noch eine Möglichkeit, weil die habe ich mir nicht angeguckt. Das ist so eine lange Liste. Das wollte ich gestern im Stream nicht machen. Und fand ich für das Tutorial, das ich heute Morgen aufgenommen habe, auch ein bisschen viel, wenn ich die ganzen Einstellungen da durchgehe. Deswegen habe ich mir gesagt, oh, wie habe ich das? Oh nein, wie doof habe ich ihn gebaut? Wir müssen den einen Weapon Rack verschieben. Nein, müssen wir nicht, aber es passt nicht.
Ja, ich habe mir aber nur gedacht, als ich gestern, ich wollte gestern einfach starten. Man hat ja so viele Möglichkeiten, dort irgendwelche Sachen einzustellen. Auch was die Trigger und so weiter angeht. Da muss ich nämlich auch noch gucken, was genau dort dann ist. Ja, also man hat ja einmal die ganzen Einstellmöglichkeiten beim Erstellen der Welt, wo man halt die Sachen der Welt einstellen kann, wie wahrscheinlich dann auch, wie du meintest, Equifier. Und die ganzen anderen Sachen, Temperatur und was man alles dort anpassen kann. Also eigentlich alles, was die Weltgenerierung angeht, kann dort nochmal konfiguriert werden. Und später, wenn es um den Spielstart geht, gibt es ja auch nochmal die ganzen Möglichkeiten einzustellen, wann welche Trigger bei den Gegnern auftauchen und so weiter. Wo ich auch noch gucken muss, da steht einfach nur Trigger 1, 2, 3, 4. Wo noch die Frage ist, was ist der jeweilige Trigger? Das muss ich auch noch rausfinden. Das steht bestimmt schon in irgendwelchen Foren und so weiter, aber so weit bin ich noch nicht. So, der Miner ist auf alle Fälle legendär, was seine Arbeit da angeht. Der macht das ja mal richtig nice. Schön ist, dass hier unten auch kein Sand ist. Das heißt, es sieht hier nur hier oben komisch mit dieser Mauer aus. Hier unten nach, wo die große Halle ist, sieht man das so gar nicht. Wenn wir die große Halle fertig haben und alles, was unsere Nobles und so weiter dann hier angeht, dann könnte man sich mal doch schon auf den Weg zum Cave machen, ne? Muss ja nicht ganz so lange warten wie bei meiner letzten Festung. Dann hau du mal ein paar Oger. Ich bin auch jetzt auf gerade, wo ich vorhin bei den Triggern war. Der erste Trigger war bei Population 20. Die 20 haben wir. Das Einzige, wofür es gesorgt hat, ist, dass keine Karawane gekommen ist. Was ich halt seltsam finde. Aber es gibt Schlimmeres. Ohne die Karawane können wir aber den Wert. Entschuldigung. Oh. Ohne die Karawane können wir den Wert so schwer pushen. Wir wollen ja viel handeln. Aber na, ist auch noch nicht alles wirklich festgelegt, ne? Wie viel? Immer noch ein Fragezeichen hinter, weil unser Noble nicht gut genug zählt. High Precision. Das Medium Low. Highest. So. Du zählst alles ordentlich. Dann schafft er natürlich seine ganzen anderen Jobs nachher nicht mehr. Können wir dich austauschen? Haben wir noch einen anderen, der gut zählen kann? Nein. Haben wir einen anderen, der handeln kann? Ja. Aber er ist kein Appraiser. Den haben wir nur hier. Wir haben nur einen Appraiser bisher. Können wir auch nicht tauschen. Der Manager kann auch noch ich. Ach, keine vernünftigen.